Wird FNAF Plus jetzt gecancelt? Kommt es überhaupt noch raus? Und wie sieht die Zukunft von dem Projekt aus? All das sind einfach Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen, weil FISNIM mächtig Scheiße gebaut hat. Und wie krass hat er Scheiße gebaut? Ich sag es euch. Einer von seinen Fans, wahrscheinlich sogar tatsächlich ein Fan von ihm, fand folgende Aussage von ihm Scheiße. Mann, das war langweilig. Dies hat er gesagt, nachdem er Ruin gespielt hat und anscheinend auch das Scheiße fand. Während wir alle zwar Ruin extrem enjoyed haben und uns das wirklich Hoffnung in die Horror-Zukunft von FNAF gegeben hat, so fand FISNIM das ziemlich langweilig. Und das Ganze lässt sich wohl auch zurückführen, dass er irgendwie das FNAF-Franchise hasst. Nun scheinen Leute endlich genug gehabt zu haben davon, dass er das FNAF-Franchise die ganze Zeit kaputt redet. Und einer hat gesagt, hey, wenn dein Spiel rauskommt, ist ja auch im FNAF-Franchise, können wir doch dasselbe sagen. Weil, das war komplett unbegründet, seine Meinung war keine konstruktive Kritik, er hat einfach nur gesagt, das war langweilig über das Spiel. Und das können Leute ja auch über sein Spiel sagen, wenn es rauskommt, da die ja auch genauso wenig Gründe dazu haben werden, das über das Spiel zu sagen, wie FISNIM über Ruin. Und das Ganze hat sich dann ziemlich hochgeschaukelt. Einige von FISNIMs Fans, die ja alle recht toxisch sind, ich meine, das heißt, der Typ ist eine toxische Glibberfigur, und die scheinen auch vom Charakter so zu sein. Dementsprechend sind die hingegangen und haben den Fan einfach Videos geschickt, wie sich jemand die Birne rausschießt. Und ich weiß ja nicht, aber FNAF-Fans sind oftmals minderjährig. Es gibt Erwachsene, die das im Teenager-Alter mitbekommen haben und immer noch Fans sind, so wie ich. Und es gibt aber hauptsächlich Kinder, die in diesem FNAF-Fandom sind. Und anscheinend ist dieser Fan auch minderjährig gewesen, wie man einigen Quellen entziehen kann. Nun, warum, was ist das ganz Schlechte daran, einem Kind Videos zu schicken, wie sich jemand das Hirn rausbläst? Ja, das kann extrem schädigend für die Psyche sein. Und das ist eine sehr schlimme Sache, die man wirklich ernst behandeln muss. Wo man sagen muss, hey, seid ihr bescheuert im Kopf? Ihr könnt ihm doch nicht sowas schicken. Seine Aussage war sogar relativ... Selbst wenn er sagt, dass seine Aussage dumm war, kann er das machen. Aber seinen Fans nicht sofort zu sagen, hört auf damit, nachdem man ihm gesagt hat, hey, dass wir werden hier Morddrohungen geschickt und Videos, wie sich Leute umbringen, ist eine komplett bescheuerte Sache. Aber jetzt kommt die Spitze von allem. Er hat nicht nur nichts mit seinen Fans gemacht, er hat sich darüber lustig gemacht, indem er so einen kleinen Tweet veröffentlicht hat, wo er sagt, könnt ihr mir mal Morddrohungen schicken, haha, hihi. So komplett sich darüber lustig gemacht, keine Empathie gezeigt. Und was macht er als nächstes? Als nächstes geht er hin und sagt eine Entschuldigung für sein offizielles Fehlverhalten an auf Twitter, schickt dann einen Link rein von einem Rickroll. Wie lustig! Während dem Fan immer noch Morddrohungen geschickt werden und Videos, wie sich Leute umbringen. Solchen Sachen sollten Kinder gar keinen Zugang haben. Und ursprünglich hat man mir diese Geschichte erzählt und ich so, haha, ist halt Phil. So, ich kenne den, also jetzt nicht privat, ich habe den sehr oft geguckt, sehr viele seiner Videos waren awesome und auch das Nightshift at Freddy's rein, kann ich nur empfehlen von ihm. Aber goddammit, was ist das für eine dumme Scheiße, die er da wieder gerissen hat? Und das passt doch perfekt zu seinem Charakter. Während andere Leute wirklich abgefuckte Sachen gemacht haben, haben die sich dafür offen und ehrlich entschuldigt. Jonathan Frome ist ein widerlicher Pedo, der halt mit irgendeinem Mädchen eine Online-Beziehung hatte, die voll minderjährig war. Das ist krank. Aber sogar der Pedo hat es hingekriegt, sich zu entschuldigen. So, auch Nixon, der in der Vergangenheit transphobe Äußerungen gemacht hat, hat sich entschuldigt, weil das einfach nicht okay ist. Aber FISNIM hat erst 3 Versuche gebraucht, wo er sich von den ersten beiden Sachen sich einfach nur lustig gemacht hat über den Fan. Und warum mache ich dieses Video? Weil es mich aufregt. Ich weiß, Krypto hat ein super Video dazu gemacht und guckt es auf jeden Fall an. Normalerweise würde ich ungern so ein Video machen, weil ich möchte nicht auch jetzt nochmal quasi dieses Thema aufwenden. Aber es ist einfach zum Kotzen. Und wenn ihr nochmal genau den Vorfall geschildert haben wollt, anders als ich mit Quellen und allem, guckt auf jeden Fall Kryptos Video. Ich verlinke das hier. Das hat das Ganze nämlich sehr gut auseinandergebaut. Das ist eher so ein Rant. Deswegen, falls ihr dann eine sachlichere Erklärung haben wollt, guckt das Video. Allerdings kann ich euch jetzt eine Sache sagen. Nachdem er so verkackt hat, nachdem ein minderjähriger Fan von ihr, ein Typ, der wahrscheinlich sogar zu ihm aufgeschaut hat, im Internet nicht nur gemobbt wurde, die Morddrohungen geschickt wurde und kranke Sachen. Nein, hiernach ist ihm nämlich ein Upsi passiert. Anscheinend hat Scott davon gehört und das finde ich saugut, denn Scott scheint ihn davon beruft zu haben vom Projekt. Denn wenn ihr jetzt auf Steam geht, seht ihr nicht mehr FISNIM,
ihr seht nur noch Click Team Fusion. Und ich muss einfach sagen, das ist extrem verdient. Versteht das nicht falsch, ich war mal ein Fistnim-Fan und ich würde immer noch sagen, dass seine Videos relativ gut sind und dass ich sie gucke. Ich werde sein Roleplay zu später wahrscheinlich weiter gucken, auch wenn ich jetzt diese Scheiße mit habe. Aber trotzdem war das ein Fehlverhalten und der Typ ist es einfach nicht wert, FNAF Plus weiterzuentwickeln. Dies ist anscheinend nicht nur meine Meinung, sondern auch die von Scott, denn er wurde von dem Projekt removed. Zum Glück, der ist es nämlich echt nicht wert. Nicht nur braucht er 3 Jahre, wie Krypto schon richtig angemerkt hat in seinem Video, das fertig zu bekommen. Leute, ich weiß, ein Mann-Projekt ist sehr schwierig, aber er hat Unterstützung von genug Leuten und das stimmt. Er kennt einige Leute, die bei den schwierigsten Sachen ihm helfen mit Modeling und Art Design. Da kennt er ein paar extrem talentierte Leute, wo man mir nicht sagen kann, dass die ihm nicht helfen. Und das andere ist halt einfach, FNAF, das Base FNAF ist in drei Monaten produziert worden von Scott. Also warum braucht das Remake 3 Jahre? Und man merkt, dass er gar keinen Bock mehr auf das Franchise hat, aber die Scheiße nicht abgeben möchte, weil er möchte es trotzdem zu Ende machen. Und das ist uncool. Das gepaart mit dem Fakt, dass er seine Fans in so schlechte Situationen bringt, ist noch uncooler. Und das ist einfach der Grund, warum ihm das Projekt weggenommen wurde. Aber was heißt das jetzt für das Projekt? Heißt es, dass es im Arsch ist? Unter Umständen ja. Weil es wird jetzt zwar von Click Team entwickelt, aber die sind nicht FNAF. Es kann sehr gut sein, dass das Spiel einfach nicht so gruselig wird oder dass die Vision vom ursprünglichen Spiel jetzt verloren geht, weil es einfach eine ganz andere Person entwickelt. Und das ist scheiße. Wir können hoffen, dass die Story schon festgesetzt ist und dass es wirklich nur noch Programmierarbeit ist und dass jetzt quasi die ganzen Designs schon fertig sind, weil dann können die das zu Ende bringen und das ist kein Problem. Aber wenn das jetzt komplett eine andere Richtung von der Planung quasi nimmt, dann kann es sein, dass FNAF Plus nicht nur scheiße wird, dann kann es sein, dass es entweder nie rauskommt oder sogar noch schlimmer direkt gecancelt wird, weil die merken, die haben keine Ahnung, wie die das anstellen sollen. Es kann auch sein, dass FNAF sich da selber so festgefahren hat. Und diese ganze Situation mit so einem nice Fangame, auf das ich mich so gefreut habe, dass das jetzt quasi an die Wand gefahren wird, bloß weil der Typ diesen toxischen Persona nicht niederlegen kann, regt mich auf. Und ich finde das scheiße. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde seine Videos weitergucken, aber ich werde deutlich weniger Respekt für den Typen haben, weil er so eine Scheißaktion gebracht hat. Ja, er hat sich entschuldigt, aber er hat 3-mal vorher seinen Fan verarscht und eine schlechte Situation gebracht. Was soll denn sowas? Also, das war's erstmal mit dem Video. Ich muss das ja auch noch heute rausbringen, deswegen beende ich das Ganze hier mal und kann euch nur auf Kryptos Video weiterführen, falls ihr nochmal eine genaue Situationsanalyse haben wollt. In diesem Sinne, relaxen Game, mein Freund, und bis zum nächsten Mal. Ciao!